Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. Girl, Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. Guten Abend, liebe Zuschauer, guten Abend, liebes Publikum. Herzlich willkommen bei Love einfach kochen. Eigentlich müsste ich heute sagen, einfach backen. Denn bald ist Weihnachten und ich glaube, bei fast allen werden da Kindheitserinnerungen wieder wach, wenn man in die Küche geht und Plätzchen backt. Es ist wichtig, Traditionen fortzuführen und ich verspreche Ihnen, heute gibt es bei mir auch wirklich tolle Plätzchen. Und zwar, wir machen drei Sachen. Einmal machen wir so Chili-Zimtkipferl. Dann Schokosterne mit rosa Pfeffer und Gewürzdreiecke, wunderschön verziert. Also, liebe Zuschauer, freuen Sie sich drauf. Backen ist heute angesagt und ich habe zwei ganz tolle Frauen eingeladen. Die eine kommt aus Speyer. Herzlich willkommen, Alexandra Gast. Und Barbara Groß kommt aus Schifferstadt. Grüß euch. Und beide sehen so aus, als würden sie täglich in der Küche backen, oder? Nicht immer. Nicht immer. Alexandra, du hast drei Kinder. Weihnachten steht vor der Tür. Wie wichtig ist für dich das zu Hause, das Sommer zu backen überhaupt? Eine Sorte backen wir zu Hause, aber die Vielfalt kriegen die Kinder beim Opa beigebracht. Beim Opa? Ah, der Opa backt. Aha, gut. Ihr seid ja beide Schwestern. Barbara, du bist Bäckerin. Ja. Und arbeitest auch natürlich bei den Eltern zu Hause in der Bäckerei in Schifferstadt, ja? Mhm. Und da ist natürlich Weihnachtsbacken oder Backen insgesamt natürlich ein tägliches Thema. Ja. Backst du denn zu Weihnachten für die Kunden und für dich selber viel? Für die Kunden finde ich eher nicht so. Das nehme ich mir dann mit. Das heißt, genau. Ich weiß, was drin ist und ich weiß, dass es gut ist. Und dann brauche ich das zu Hause nicht zu machen. Ah, ja, ist klar. Wenn man das in der Bäckerei machen kann, genau. Ist es einfacher. Mit Sicherheit habt ihr beide Lust. Und jetzt würde ich sagen, du fängst an, du machst diese Gewürzdreiecke, ja. Richtig? Ja. Mhm. Und du machst dann diese... Ja, Schokosterne. Okay, du kannst schon mal alles abwiegen da drüben. Wir fangen an mit dem Teig, liebe Zuschauer. Und Sie wissen ja, Backen macht Spaß und auch Backen ist einfach. Wichtig ist nur, man muss erstmal alles abwiegen, genau, sonst stimmen die Rezepte nicht. Und dann kann man anfangen, so wie hier. Für die Gewürzdreiecke machen wir was zuerst? Butter und Puderzucker Schaum geschlagen. Genau, du machst das rein, ich helfe dir dabei. Okay. Ich habe heute die schlagende Rolle. So, Butter auch schon früher rausstellen, zimmerwarm. Puderzucker vorher sieben am besten, damit keine Klümpchen drin sind. So. Und dann haben wir hier drüben aufgelöst, und zwar Schokolade, liebe Zuschauer. Das ist so eine Zimt-Koriander-Schokolade, ja. Diese Schokolade ist besonders würzig. Du rührst mir, ich gebe sie dir rein. Einfach ihr Wasserbad auflösen und jetzt dazugeben. Warte mal. So. Haben wir keine Gummispachtel da? Doch. Wo ist die hier? Ja, genau. Wir haben ja alles da. So. So. Gut, Barbara, was muss noch alles rein? Macht nichts. So. Was muss noch alles rein? Mehl noch dazu und die 5 Eigelb. Jetzt habe ich gerade die Schokolade auf meiner Nase, oder? Nö. Nein, nein. Nö. Alles klar. Alles Paletti. Mehl, Eigelb. Dazugeben. Das ist ein sehr einfaches Rezept eigentlich, ja. Oder? So ein richtiger klassischer Rührteig, den man sehr gut machen kann. Ja, also schön verrühren. So, ich rühre weiter. Du kannst was zum Thema Eiweiß sagen. Das hast du ja auch schon geschlagen. Eiweiß habe ich geschlagen mit Zucker und einer Prise Salz. Genau, das haben wir hier. Das ist immer wichtig, wenn man Eiweiß schlägt, vielleicht so ein kleiner Trick, ja. Man muss eigentlich die Schüssel, soll ich probieren? Umdrehen, ja. Geht's? Ich denke. Ah, oh. Nicht ganz. Passt, naja. Das rutscht aber nur. Das ist aber sicherlich super fest. Das kann man hier sehen. Guck mal. Die Konsistenz ist perfekt so. Ja. Wie heben wir das runter? Ganz vorsichtig mit dem Schneebesen, ja. Oder? Ja. Warte mal, ich hole die Gummispachtel nochmal da. Okay. So, guck mal. Ich habe es immer so gelernt. Aber vielleicht kann mir eine Bäckerin da mehr und noch mehr Tipps geben. Also immer die Schüssel drehen. Ja. Und dann immer von unten nach oben. Genau. Dann ist das Eiweiß also richtig schön gleichmäßig untergehoben. Genau. Und immer am Anfang nur ein Teil und dann am Ende alles vorsichtig unterheben. Da wird das Ganze hier auf ein Blech gestrichen, richtig? Genau. Auf so ein dichtes Backblech mit Backpapier und wird im Ofen bei 180 Grad erstmal gebacken. Das machst du jetzt. Genau. Ich denke, das ist erstmal wunderbar, wie das aussieht, oder? Hier, die macht das doch klasse. Guck mal, hier, schöne Masse. Geht doch. Und da wir heute ja viele Plätzchen zusammenbacken, würde ich sagen,
Alexandra, sind wir beide jetzt dran mit Plätzchen Nummer 2. Diese Schoko-Sterne mit rosa Pfeffer. Was müssen wir da jetzt alles machen? Da haben wir die gehackten Mandeln. Geben wir in die Schüssel. Marzipan haben wir hier. Kannst du schön bröckeln hier, bitte? Reinbröckeln. Genau. Dann habe ich hier vorne Puderzucker. Auch wieder gesiebt. Okay. Dann haben wir hier Kakaopulver. Und den Honig. Den Honig, genau. Und im Kühlschrank haben wir noch Eiweiß. Eiweiß, genau. Alexander, du hast ja ein Restaurant, ja, in Speyer. Ja. Dort gibt es ja sicherlich neben dem guten Essen auch zu Weihnachten Plätzchen, oder schätze ich das? Oder weniger für die Gäste? Weniger. Weniger, ne? Weniger. Also wollen die nicht. Die wollen immer viel Kuchen essen, oder wie? Ja, genau. Kaffee. Okay. Also jetzt haben wir erstmal das alles zusammengemischt. Das ist hier drinnen. Das spannen wir jetzt hier ein in die Maschine. Und dann tun wir das hier runter und lassen das mal kurz kneten so. Ja. So einfach jetzt kneten lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich als nächstes. Nee, das kneten lassen jetzt hier. Du machst noch das Eiweiß zum Bestreichen. Das sind hier, das ist hier Puderzucker. Dazu gibt es jetzt die zwei Eiweiß. Mhm. Also das heißt so eine Glasur mit Eiweiß. Alles klar zu Hause, sofort Zutaten kaufen gehen, backen, einfach backen, wie wir das hier machen. Sie sehen, es macht einfach Spaß. So, eins brauchst du noch. Mhm. Das Eigelb, okay. Bei dir alles klar? Bei mir alles klar. Guck mal, ganz kurz. Komm her. Komm, zeige mal den Zuschauern, was du gemacht hast hier. Schau her. Die Masse jetzt schön. Schöne Masse hier, gleichmäßig gestrichen, Backpapier. Und sofort rein jetzt bitte in den Backofen, gell? Jawohl. So, zeig her. Ja, rein damit. So einfach Puderzucker, zwei Eiweiß. Schön schlagen lassen. Es muss eine richtige, schöne, feste, kompakte Masse werden, ja? Die Masse ist hier schon ganz gut da. Die Masse muss jetzt schön zusammenrühren. Ja, das ist ein richtiger, etwas weicher Teig, aber das macht nichts. Und die tust du jetzt dann in eine Klarsichtfolie einwickeln, ja. Und bitte in den Kühlschrank stellen. Die Maschine kannst du darüber tun, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Gell? Denn ich, liebe Zuschauer, habe jetzt die Aufgabe, Ihnen auch was zu machen, und zwar diese wunderbaren Kipferl. Das sind nämlich jetzt Chili-Zimtkipferl, ja? Ich nehme einfach hier Butter, auch wieder zimmerwarm. Dann Mehl habe ich schon reingegeben, vorher gesiebt. Dann gebe ich auch dazu eine Prise Salz. Wir geben rein Zimtpulver. Und auch bitte immer darauf achten, dass man einen Zimt kauft, der wirklich ordentlich ist, ja? Der darf ruhig ein bisschen was kosten. Puderzucker. Dann habe ich hier Haselnüsse gebräunt und auch Mandeln gebräunt. Beides ist gemahlen. Dann ganz wichtig, kommt rein Chili. Und zwar hier, schauen Sie mal da. Chili aus der Mühle. Wir würzen also jetzt den Kipferlteig mit Chili. Vielleicht ungewohnt, aber ich kann nur sagen, liebe Zuschauer, das ist etwas ganz Tolles, weil auch heute Schokoladen zum Beispiel kriegt man ja zu kaufen mit allen möglichen Gewürzen. Das schmeckt einfach anders und ist wirklich was Besonderes. Also Kipferl mal mit Chili würzen. Sie werden sehen, das ist einfach auch mal zu Weihnachten ein bisschen was Scharfes dann auf dem Tisch. Alles gut bei euch? Alles läuft hier, ha? Zwei Damen und ein Mann. So, das ist keine Operation, sondern nur das Rühren eines Teiges. Dr. Lafer, genau. Dr. Lafer backt Kipferl. So. Gut, wunderbar. Der Teig darf nicht zu lange geknetet werden, weil sonst ist er brüchig. Ja? So ein Kipferlteig nur leicht verrühren. Und bitte, liebe Barbara, geben wir mal eine Klarsichtfolie her. Denn wir müssen den Teig wieder kalt stellen. So. So, du kannst schon mal dann hier
gleich die Marmelade passieren, aber erstmal muss man den Teig. Und Sie sehen hier, das ist so schnell geht das. Also alles hier, liebe Zuschauer zu Hause, 1:1, nichts hier geschnitten oder so in dieser Sendung, sondern Sie haben live miterlebt, wie man hier so einen Teig problemlos kneten kann. Und den stellen wir jetzt sofort kalt. In den Kühlschrank. Gut, haben wir alles. Jetzt geht's weiter. Das ist alles da. Wir machen jetzt da drüben weiter bei der Barbara mit dem Kuchen. Ja. Bitte losschneiden hier links und rechts und rausstürzen. Und hier haben wir Aprikosenmarmelade. Einfach kochen lassen, damit sie ein bisschen eingekocht ist. Und die wird jetzt gleich durch ein Sieb gegossen. Soll ich dir helfen? Ich müsste auch so gehen. Ja. Warte mal, was hat? Attacke. Alles klar. Hab sogar getroffen, guck mal. Das Backpapier. Abziehen. Abziehen. Guck mal, sehr schön. So. Marmelade tun wir jetzt durchpassieren. Jetzt haben wir eine ganze Spachtel gebraucht. Haben wir keine mehr. Ja, komm, wir brauchen einen Löffel. Das ist nicht schlimm. Okay. Haben wir keine da hinten mehr? Nein, muss man sauber machen. Eine spülen schnell. Ab eine sauber machen. Ja. Jetzt gleich. Wann muss man denn als Bäckerin morgens aufstehen? Die ersten fangen um 2 an, aber Weihnachtsgebäck ist ja eher aus der Konditorei bei uns und die fangen morgens um 5 an. Um 5 Uhr? Ja. Werden da die Plätzchen besonders gut morgens um 5 oder wie? Ich denke, dass eher das normale Geschäft erst läuft und dann am Nachmittag, wenn die Muse dazu da ist, die dann sich aufs Weihnachtsgebäck stürzen. So, das machst du das hier schön drauf, gleichmäßig. Das muss ich dann, das wird ja fest, wenn es sobald es kalt ist. Zieht es an, ja? Mhm. Also schön verteilen und nachher kommt ja auch noch die Glasur drauf. Wenn zu wenig ist, kann es ein bisschen was passieren. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sieht das schon mal ganz toll aus. Wir machen weiter mit unseren Schokosternen mit rosa Pfeffer. Das ist jetzt der kaltgestellte Teig, ja? Ein bisschen mehr. Nicht so geizig. Deine Schwester ist Bäckerin, die macht immer da ein bisschen großzügig. Die macht immer so. Wir müssen sparsam mit dem Mehl umgehen, haben wir gerade auf der Fahrt hierher. Also Mehl ist ja sehr teuer geworden, ja? Deshalb, weil und wird noch teurer genau, werden. Genau, weil Getreide ja sehr teuer geworden ist. Das hat damit was zu tun, dass natürlich in Australien, Neuseeland durch die Trockenperiode es weniger Getreide gibt. Die Leute kaufen das dann auch von uns hier dort. Die Energiekosten sind gestiegen und deswegen ist Getreide und auch natürlich das Brot mittlerweile teurer geworden. Habt ihr auch bei euch die in der Bäckerei das Brot erhöht, die Preise? Ja. Wie viel Prozent ungefähr? Ja, nur so 2-3%, obwohl das Mehl halt bis zu 10-15% hoch ist. Aber wenig. Also ich habe jetzt mal so gelesen in den Zeitungen, dass zum Teil bis zu 10% noch mehr wir damit rechnen müssen, dass das Brot teurer wird. Gell? Ja, das Schlimmere ist die bei den Torten, wo halt die Sahne und Butter und alles mit verarbeitet ist. Die sind ja noch extremer gestiegen. Ja, das ist auch teuer, genau. Milch ist auch teurer geworden. Milchprodukte, Fleisch. So, also jetzt haben wir hier einen schönen Teig. Der ist wirklich wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal die Glasur drauf machen. Wo hast du die Spachtel? Warte mal. Jetzt müssen wir hier diese. Nee, geht auch so. Schau mal. Jetzt musst du hier erstmal so ungefähr, ich würde mal sagen, so 3 bis 4 mm dick gleichmäßig hier die Glasur drauf streichen. Das hat so ein bisschen was mit Fliesenlegen zu tun. Guck mal. Ja, schön gleichmäßig machen. Okay. Ich komme wieder, denn ich muss jetzt meine Kipferl formen. Schön gleichmäßig streichen. Bei dir alles klar? Bei mir alles klar. Gut, dann kannst du mir jetzt helfen, die Kipferl formen. Ja. Kipferlteig ist da oben. So, Blech mit Backpapier und jetzt, wie formst du Kipferl? Zeig mir mal. Bin mal gespannt, wie du das machst. Wie machst du das? Erst eine Kugel und dann ein Hörnchen. Mit der Hand? Ja. Manche machen es auf dem Blech. Nö. Ich mach's immer so, guck mal. Man formt hier links in den Kehle, in die Mulde da von der Hand, rechts und dann einfach so aufdrehen. Guck mal, bei sowas haben früher noch die Zuschauer geklatscht. Super. Ja, nicht den Teig. Was ist das? Den Teig so ein bisschen, so ein bisschen vorher kneten, damit er nicht so ganz so, weil durch das Kühlstellen ist er so ein bisschen
sag mal nicht zäh, aber auf jeden Fall. Oh, bin groß, ha? Ja, ein bisschen für den großen Hunger. Ich würde sagen. Das nächste machen wir kleiner. Okay, geh mal zum Zuschauer. Warte mal, komm her hier. Komm mit mir, komm mit mir. Komm. Mal gucken, wie ihr das könnt. Hier, komm, hier. Kipfel formen. Zeig, ob es geht. Oh, guck mal hin. Hier, guck mal. Live von unserem Zuschauer hier. Geformt, das geht auch. Gut, jetzt. Barbara, solltest du vielleicht bei dir weitermachen, okay, indem du die Glasur drauf machst? Und die muss ja fest werden, ja? Ja. Und zwar machst du jetzt hier einfach Folgendes. Du nimmst ja, diese so Glasur, die kann man ja so kaufen, die ist fertig, die ist wunderbar. Dann tun wir die Flasche schön schütteln, damit sich innen alles schön vermischt. Und jetzt, da brauchst du nichts vorher aufmachen oder so. Und jetzt gehst du einfach her und tust hier die Glasur so schön drüber streichen. Siehst du hier so? Mhm. Was hast du für eine? Hast du bitter oder weiß? Oder was hast du für welche? Selber. Das ist auch voll. So, guck mal. Ja. Okay. Reicht? Nee, noch eine. Ist zu wenig. Und dann schön mit der Palette gleichmäßig verteilen, damit sie fest wird. Ja? Okay. Und was machst du da drüben? Ich warte. Komm mal her. Ich möchte mal sehen, wie du die Kipfel formst. Zeig mir mal. Muss man hier das machen heute, ja? Das. Da war die Menge. Ja, ein bisschen weniger. Das war zu wenig. Das war zu viel. Schön formen. Da gibt's auch einen Trick. Guck mal, da gibt's keinen Trick. Du, da muss man die richtigen Hände dafür haben. Ja, anscheinend. Was ist denn jetzt? Das wird nichts bei mir. Komm, jetzt form da mal. Jetzt hat sie eine Schwester, die Bäckerin ist und kriegt keinen Kipferl hin. Das wäre eine Schande. Deshalb bin ich's nicht. Ah, das wäre nichts geworden. Nein, nee. Sag mal. Guck mal. Was ist das denn hier? Wie nennt sich das? Kein Problem, komm. Ich bin noch heute Schülerin. Ich befreie dich jetzt, ich mache weiter, denn du kannst was machen mit deinen Zimtsternen da. Und zwar? Ja, das kann ich besser. Schau her. Wir haben hier, und das zeigen wir jetzt mal den Zuschauern, wir haben hier rosa Pfeffer. Rosa Pfeffer ist etwas, was sehr mild ist, was in der Küche mittlerweile ja sehr gerne verwendet wird. Und da streust du jetzt einfach hier auf diese Glasur etwas rosa Pfeffer drauf. Aber nicht zu viel, gell? Jetzt werden die Zuschauer zu Hause sagen, der spinnt. Rosa Pfeffer, Schokolade, Eiweißglasur. Aber ich verspreche eins, wenn ihr das nachmacht, schmeckt einfach großartig. So, und jetzt hier heißes Wasser. Zimtstern-Klappausstecher. So, guck mal hier, zusammen. Reinstechen hier. Rausnehmen. Und hier auf dem Blech rausfallen lassen. Wunderbar. Und schon hast du einen wunderschönen Zimtstern. Jetzt hier schön immer mit feuchten Ausstecher und ein schönes Blech füllen. Das ist unsere Aufgabe. Bei dir alles gut? Bei mir alles soweit gut. Es muss jetzt kalt werden. Ja, ich würde sagen, bring das mal ganz kurz draußen vor die Tür. Bring es raus vor die Tür. Das machen die meisten Leute zu Hause auch. Damit es einfach kalt ist. Ja, dann kommst du wieder. Nicht wegbleiben. Geh, komm wieder. So. Bist du soweit mit deinen Gipfeln? Ja, ich bin soweit. Barbara, komm bitte. So, du kannst jetzt hier gleich, du weißt ja, wo der Ausgang ist, oder? Wo ist sie denn? Barbara, komm her, trag das bitte raus hier und bring das bitte auch in die Kälte, denn die müssen kalt werden, bevor sie gebacken werden, ja? Okay. Und bring mir das andere Blech wieder mit, ja, in Kaltgestell. So, ja, wunderbar. Alles sonst, ja? Nehmen wir erstmal das, okay. Kommt ein bisschen schwerer. So. Und dann würde ich sagen, schieben wir schon mal die Kipferl rein da oben bei 200 Grad. Da, in den Ofen bitte. Und wir schieben auch rein. Ja? Die Sterne. Alexandra, von dir. 140 Grad, 10 bis 15 Minuten. Genau, die werden nur kurz gebacken. 140 Grad, so. Wunderbar. Beides ist im Ofen und jetzt kannst du hier weitermachen mit deiner Schnitte. Das heißt, wir müssen die schneiden. Ich würde erstmal die Ränder ein bisschen wegschneiden. Genau, die Ränder weg. Schöne Dreiecke und dann Dreiecke schneiden. Genau. Das kannst du machen mit heißem Wasser. Ich gebe dir noch ein Handtuch. Und ich habe hier.
Na, kannst du mir jetzt helfen, bitte, Alexandra? Ich habe hier Kipferl, guck mal. Denn die kann man auch wunderbar verzieren, indem wir A noch eine Schüssel nehmen. Die haben wir wahrscheinlich hier drinnen. Und so eine Flasche wieder schütteln. Dann kann man die da eintauchen. So. So, und jetzt geh her. Jetzt machen wir Folgendes dann her. Alexander, guck mal hier. Einfach so die Hälfte von den Kipfeln eintauchen. Ja? Eintauchen. Ist das so? Ist das Vollmilchschokolade? Vollmilch, genau. Und dann hier draufsetzen. Mhm. Ein Teil davon tun wir ganz überziehen und so weiter. Soll ich so überall? Ja. Na, verstehe. Ich mach's anders. Okay. Schneidest hier einfach so durch. Ah, und dann, ja, Dreiecke. So, und dann schneidest du daraus Dreiecke, ja? Mhm. Mal gucken. Hat irgendwo noch Bitterschokolade? Wo ist die? Habe ich jetzt nur Vollmilch. Vielleicht die kleinen Tube. Genau, wunderschön. Wunderschön machst du das. Okay, also liebe Zuschauer, Sie denken sich jetzt, das wäre Bitterschokolade. Keine Ahnung, wo die ist. Okay, dann machen wir das so, dass wir einen Teil davon überziehen. So, guck mal hier. Einfach so schön runterlaufen lassen. Das heißt, dann kann man die Kipfel komplett ganz überziehen. Und mit der Gabel tauchen? Kann man auch, aber das kann man wieder auffangen und kann man das nochmal wieder warm machen und kann man es wieder überziehen. Gell? So geht es ein bisschen schneller, finde ich. So, schön überziehen da. Schütteln. Ein bisschen klopfen. Dann läuft die Schokolade schön gleichmäßig ab. Und du tauchst die halb ein, genau. So, und hier bei der Schnitte, da habe ich jetzt auch einen Vorschlag für dich. Da nehmen wir so eine Dekoschrift. Zeig dir mal was. Schau mal. Ja, jetzt sofort weg. So, siehst du ja, schön. Aber so. Dann kannst du in der Mitte so einen Punkt noch drauf machen. Und dann zum Beispiel hier einfach so einen Mandelkern draufsetzen. Guck mal. Mhm. Okay. Das hast du hier weiß. Dann haben wir auch noch dunkle Glasurschrift. Wir haben ja noch was im Kühlschrank. Was hast du noch? Achso, Schokoladenbällchen haben wir auch noch, genau. Backe, backe Kuchen, oder wie heißt das Lied da? Kannst du singen, Barbara? Oh, nee. Nein? Nee. Könnt ihr singen, Backe, Backe, Kuchen? Könnt ihr singen? Nein? Im Chor geht das eben. Doch, könnt ihr. Okay, bitte einmal ein kleines Lied von unserem Publikum live erleben Sie jetzt, liebe Zuschauer, bei Lava einfach backen heute, wie unser Publikum singt, Backe, Backe, Kuchen. Also, 3, 2, 1 und bravo, geht doch. Okay. Liebe Zuschauer, die Fischerchöre sind einfach nichts dagegen, oder? Wenn Sie das hier hören. So. Gut. Okay. Sehr schön. Dann nehmen wir auch ein bisschen Schrift hier und verzieren unsere Kipfel auch. Guck mal, da kann man einfach jetzt hergehen. Und dann so, auch so schön hier. Ach, hast du die weiße Schrift jetzt drin bei dir? Dann nehme ich hier noch eine weiße. Weiß, ja. Ja, okay. Einfach verzieren. Man kann auch da vorne, vielleicht zeigen wir das mal den Zuschauern, hier die kandierten Früchte. Guck mal hier. Eine riesen Auswahl von kandierten Früchten jetzt zu Weihnachten. Kirschen, Orangen. Hier, was sind das denn hier? Mandeln. Das sind grüne Feigen. Hier, Birnen, Kiwi. Jetzt gehen wir einfach her und tun hier, guck mal, so. Schön hier so einfach drüber spritzen. Super. Schau mal, geht ganz einfach. Dann kannst du hier Folgendes machen. Wir haben hier noch Bitterschokolade. Ach, da ist sie doch. Die Frauen machen mich komplett nervös. Ich finde immer die Schokolade in meiner Küche. Wahnsinn. So. Hier, guck mal. So, einfach hier nochmal so ein bisschen die Kipferl so leicht, schön dick überziehen da so. Alles nach Fantasie. Man kann das machen, wie man möchte. So.
Hier. Hier, Annabelle. Guck mal hin hier. Kipferl mit Chili und mit Zimt, verschiedenartig dekoriert. Also man kann die einfach der Fantasie freien Lauf lassen. So, also, dann würde ich sagen, erzähl mal den Zuschauern jetzt, was du gemacht hast bei den Schokoladen. Schokoladensterne mit rosa Pfeffer. Die Schokosterne mit Pfeffer, da nimmt man Schokolade, muss man im Wasserbad erwärmen. Puderzucker, geriebene Mandel, Haselnüsse, Marzipan, Honig, Eiweiß, Kakaopulver verkneten. Den Teig kühl stellen im Kühlschrank. Danach ausrollen und ausstechen? Und ja, ausstechen. Also die Glasur draufstreichen mit rosa Pfeffer. Die Zimtsterne ausstechen, die Schokosterne ausstechen und bei 140 Grad ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Genau. Und ich erkläre, liebe Zuschauer, jetzt, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe diese Kipferl gemacht mit Chili und Zimt. Dazu habe ich Mandel geröstet mit Mehl, Puderzucker, Haselnüsse, Zimt und gemahlenen Chili geknetet. Butter dazu, Eigelb, Salz und den Teig kalt stellen, dann Kipferl formen. Und wie Sie ja gesehen haben hier, diese Kipferl nach Fantasie, nach Belieben, mit dunkler Schokolade, mit heller Schokolade, mit weißer Dekorcreme, einfach schön verzieren. Und dann haben Sie eine wunderbare Weihnachtsbäckerei, einfach mal anders. Und Barbara, jetzt bist du dran. Meine Gewürzdreiecke beginnen mit Butter und Puderzucker, werden schaumig geschlagen. Darunter kommt die Zimt-Koriander-Schokolade und wird mit Eigelb und Mehl untergehoben. Dann kommt das Eiweiß mit Zucker und Salz, wird zum Schnee gestarken und auch unter die Masse gehoben. Das Ganze auf Backpapier und bei 180 Grad in den Ofen kalt werden lassen. Meine Marmelade drauf. Aprikosenkonfitüre drauf, kalt werden lassen, Schokolade drauf, kalt werden lassen und dann schneiden und dann auch dekorieren, wie man Lust hat. Genau, also ich würde sagen, wenn man das hier sieht, nochmal für Sie, liebe Zuschauer, diese Gewürzdreiecke, komm mit mir, dann die Kipferl. Dann die Sterne, die wir jetzt noch aus dem Ofen holen. Warte mal, die Zuschauer wollen die sehen. Sind auch fertig. Guck mal, kommen wir mit der Kamera hier vorne hin, dass wir die mal richtig schön groß zeigen können. Hier sind diese schönen Sterne, die oben leicht braun sind. Das Eiweiß ist fest geworden, kalt werden lassen. Ich glaube, dass wir heute bewiesen haben, dass, liebe Zuschauer, Backen mit netten Menschen in der Küche Spaß macht. Ich glaube, das ist das eine. Und Backen ist nicht aufwendig. Es lohnt sich auch, man weiß, was drinnen ist. Und ich kann nur sagen, fangen Sie jetzt an. Weihnachten kommt bald. Schauen Sie wieder zu nächste Woche. Ich sage jetzt, danke Barbara, danke Alexandra, danke an Sie. Bis zum nächsten Mal. Adieu, servus. So. So, jetzt verteilt ihr das schön für die hier, neue Gäste da auch. Alle rum, da drüben auch, die Schnitten da. Aber nehmen. Mit rosa Pfeffer. Probieren. Weiß nicht, ich denke, das ist egal.